Also David Gößmann ist Autor, Journalist, Reporter, Dokumentarfilmer, hat sich sehr viel mit investigativem Journalismus befasst, und zwar für den ARD-Hörfunk, für das ZDF, für ZAP vom NDR. ZAP ist eine Mediensendung, die übrigens recht gut ist. Nicht? Ich glaube, du hast teilweise, ja. Und auch für diverse Print- und Online-Medien. Ja, vielen Dank, Almut. Vielen Dank auch Hen für die Einladung, hier sprechen zu können. Und ich hoffe, dass nach diesem Vortrag, der doch eine Art Parforce-Ritt werden wird, und ich hoffe, dass alle folgen können, dass Erkenntnisse daraus entspringen. Ich merke jetzt so langsam, dass es so ein bisschen die Luft so ein bisschen dünner hier wird. Also möglicherweise können wir die Fenster auch noch ein bisschen mehr aufmachen, weil wir doch sehr viele Leute hier im Saal sind. Zitat: Wer mehr Partizipation in die Demokratie rührt, dem fliegen die Reagenzgläser um die Ohren. Aus gutem Grund gibt es Parlamente. Sie schützen die Demokratie vor dem Volk und das Volk vor sich selbst. Denn beim Volk, das ist eine paradoxe Wahrheit, ist die Demokratie nicht gut aufgehoben. Jakob Augstein, richtig, 11.04.2016 auf Spiegel Online als Reaktion auf das Nein der Niederländer im Referendum über das EU-Assoziierungsabkommen mit der Ukraine. Zitat: Dass die Entscheidungen notwendigerweise demokratisiert werden müssen, halte ich in unserem Bereich für einen Irrtum, der aus einem falsch verstandenen Demokratiebegriff resultiert. Die wichtigsten Entscheidungen, die wir zu treffen haben, können nicht demokratisiert, sie können erklärt, manchmal auch nicht, und durchsichtig gemacht werden. Und weiter, Zitat: Demokratie bedeutet nicht, dass jeder überall Bescheid wissen und über alles mitbestimmen muss. Ob eine Personalentscheidung richtig war und wie sich amtierende Chefredakteure und Herausgeber verhalten, darüber kann man verantwortlich nur reden, wenn man die Hintergründe kennt. Die Hintergründe aber können vor 200 Leuten nicht ausgebreitet werden, auch mit Rücksicht auf die von einer Personalentscheidung Betroffenen nicht. Zitat Ende. Die beiden letzten Zitate sind Aussagen von Rudolf Augstein während der weit weniger bekannten Spiegel-Affäre 1971-72. Eine Mehrheit der Spiegel-Redaktion stellte sich damals hinter die Forderung nach redaktioneller Mitbestimmung in Form eines Redaktionsrats und eines Redaktionsstatuts. Augstein konnte die Forderungen nach Partizipation in redaktionellen Fragen erfolgreich niederringen. Er setzte sie später durch ein Modell kapitalistischer Mitbeteiligung, was nicht dasselbe ist. Die Einschätzungen von Jakob und Rudolf Augstein, da liegen ungefähr 40 Jahre dazwischen, stehen exemplarisch für das meines Erachtens dominante Demokratieverständnis der Eliten, hier in einer linksliberalen, im Zweifel linken Ausformulierung. Danach treffen die klugen Eliten, die klugen Köpfe, die wichtigen Entscheidungen, die Masse darf zuschauen und auf politischer Ebene, nicht jedoch in Unternehmen, alle 4 Jahre zwischen ihren Vertretern wählen. Es gibt ein anderes Verständnis demokratischer Prozesse. Demokratie bedeutet danach, dass die Menschen ihre Angelegenheiten selber regeln. Um das zu realisieren, ist vollumfängliche Information eine Grundvoraussetzung. Zudem sind demokratische Prozesse nur dann sinnvoll zu realisieren, wenn Demokratie, Partizipation über den politischen Bereich ausgeweitet wird, in Richtung auf eine Demokratisierung des Arbeitsplatzes, der Investments und so weiter. Ein solches Demokratieverständnis als eine Partizipationsdemokratie versus eine Zuschauerdemokratie ist jedoch meines Erachtens nicht vorherrschend in unserer Gesellschaft und intellektuellen Kultur. Sie finden solche Konzepte an den Rändern in radikalen linken Kreisen, in anarchistischen Kreisen, aber nicht im Zentrum. Am konservativen Ende unserer Gesellschaft wird der Demokratiebegriff noch enger gefasst. Bekannt ist Angela Merkels Definition, Pressekonferenz vom 01.09.2011 mit dem portugiesischen Ministerpräsidenten Pedro Passos Coelho. Zitat: Wir leben ja in einer Demokratie und das ist eine parlamentarische Demokratie und deshalb ist das Budgetrecht ein Kernrecht des Parlaments und insofern werden wir Wege finden, wie die parlamentarische Mitbestimmung so gestaltet wird, dass sie trotzdem auch marktkonform ist. Zitat Elmar.
Wir erinnern uns an Griechenland letztes Jahr, wo nicht nur das Budgetrecht des Parlaments, sondern gleich das Votum der Bürger gegen den Austeritätskurs, also den Sparkurs, die trotz Drohung aus Brüssel und Berlin mit Nein-Stempeln die Bürger von der Troika übergangen. In den USA schlug dieses Interesse an einer Beeinflussung der öffentlichen Meinung erste Wurzeln. Alex Carey von der Oxford University, Professor für Sozial- und Kommunikationswissenschaften, hat das als einer der ersten schon in den 1960er Jahren sehr genau aufgearbeitet, wie die Industrial Relations, also die Beeinflussung der öffentlichen Meinung durch Industrie-PR und gezielte Kampagnen, den direkten blutigen Kampf gegen Arbeiter und Streikende in Form von Polizeigewalt damals, Spionen, Engagement von Schlägertruppen und so weiter, langsam ablöste. Das fand dann in den 1910er, 1920er Jahren in den Vereinigten Staaten statt. Dort traten gleichzeitig auch die ersten Ideengeber auf, die über die Kontrolle der öffentlichen Meinung nachdachten. Darunter Walter Lippmann, Reinhard Niebuhr und Edward Bernays. Alle drei sind liberale Theoretiker, die später unter anderem die Kennedy-Administration unterstützten. Bei ihnen erhalten die modernen Massenmedien als sogenannte Gatekeeper und Kontrollinstanz gegenüber der Bevölkerung eine zentrale Funktion. Ich gebe jetzt einen kleinen Überblick über das, was dort gedacht wurde und komme dann auf die Massenmedien zu sprechen. Walter Lippmann war führender liberaler Demokratietheoretiker und Publizist, der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts den Inbegriff des liberalen US-Journalisten darstellte. 1922 erschien das große Werk von ihm mit dem Titel Public Opinion, also öffentliche Meinung. Darin bezeichnete er das Engineering von Consent, die Herstellung von Zustimmung, als eine Revolution, eine neue demokratische Praxis, um der verwirrten Herde der Masse eine Richtung zu geben. Reinhard Niebuhr, einflussreicher amerikanischer Theologe und Vordenker, der viele Intellektuelle, unter anderem auch US-Präsident Barack Obama, inspirierte, schrieb 1932 in seinem Buch Moral Man and Immoral Society, also der moralische Mann, der moralische Mensch und die unmoralische Gesellschaft, Zitat: Nur der kühle Beobachter ist zur Rationalität fähig. Die Durchschnittsmenschen folgen wegen ihrer Dummheit nicht dem Verstand, sondern dem Glauben. Dieser naive Glaube ist angewiesen auf notwendige Illusionen und emotional aufgeladene Vereinfachungen, die von den Mythenmachern bereitgestellt werden, um den Durchschnittsmenschen auf Kurs zu halten. Zitat Ende. Edward Bernays ist der Begründer der Public Relations. Er war Mitglied in der sogenannten Creel Commission. Ziel der Kommission der Woodrow Wilson-Administration war es, die amerikanische Bevölkerung vom Eintreten der USA in den Ersten Weltkrieg zu überzeugen. Die Kommission entwickelte eine sehr erfolgreiche Hunnenkampagne gegen Deutschland. Man setzte Gerüchte in die Welt, dass die Deutschen wie blutrünstige Hunden in Belgien Kindern die Arme und Beine ausreißen und so weiter. Die erste große institutionalisierte PR-Kampagne war geboren. Die Amerikaner, die vorher gegen den Kriegseintritt der USA waren und ihre Söhne nicht in ein sinnloses Gemetzel schicken wollten, standen nun in Umfragen hinter Wilsons Kriegserklärung. Bernays hat später noch Bekanntheit erlangt durch eine andere sehr folgenschwere PR-Kampagne. Er gilt als derjenige, der die amerikanischen Frauen zum Rauchen gebracht hat. Rauchen, so die Kernbotschaft von Bernays Image-Kampagne für Chesterfield, sei Ausdruck der Emanzipation der Frau. Diese Erfahrung mit der Massenbeeinflussung und die enormen Propagandasiege waren der Grundstein für das sprunghafte Anwachsen der PR-Industrie in den USA, die heute zu einer globalen Multimilliardenindustrie geworden ist. Edward Bernays schrieb 1925 das Buch Propaganda. Ja, Propaganda ist kein negativer Begriff damals gewesen, sondern hieß so ungefähr Information. Und darum hat Goebbels oder Hitler das Ministerium auch Propagandaministerium, also Informationsministerium, nennen können. Die Erfahrungen, die er unter anderem in der Creel Commission gemacht habe, zeigten, so Bernays, dass es möglich sei, to regiment
the public mind every bit as much as an army regiments their bodies. Also das öffentliche Bewusstsein derart zu befähigen wie eine Armee die Körper. Diese neuen Techniken der Gedankenkontrolle müssten von den intellektuellen Minderheiten genutzt werden, so Bernays, um sicherzustellen, dass der Lümmel auf dem rechten Kurs bleibe. Im Nachkriegsdeutschland wurden zwei Traditionslinien der Gedankenkontrolle, an die wurde angeknüpft, an die PR- und Propagandakonzepte und Techniken in den USA sowie des Dritten Reichs. Auch hier gab es Vorreiter, drei Pioniere der Kontrolle der öffentlichen Meinung. Ich nenne sie nur kurz, es sind Alfred Oeckel, manche kennen noch den Oeckel, der hat ein Handbuch geschrieben des öffentlichen Lebens, das stand auf jedem Redakteurstisch. Wer noch vor dem Internet Journalismus betrieben hat, kennt dieses Buch, es war letztlich ein PR-Buch. Also es gab den Oeckel, der hat, ist einer dieser PR-Päpste, dann gab es Karl Hundhausen und Franz Ronnenberger. Sie machten Karriere in den Propagandastellen der Nazis als PR-Chefs in Konzernen wie Krupp und IG Farben und leiteten im Nachkriegsdeutschland Pressestellen wie die vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Sie sprachen vom Werben zur Gewinnung von Übereinstimmung, also Engineering of Consent. Der Werbefachmann und Handelsblattgründer Herbert Gross prägte in der Nachkriegszeit den Begriff der modernen Meinungspflege. Die Beeinflussung der öffentlichen Meinung soll durch eine spezifische Art der Realitätsdarstellung, Rahmung und Auswahl der Informationen garantiert werden. Wahrheit wird verstanden als ein abgestuftes System der Vollständigkeit der Unterrichtung. So Hundhausen. An der Spitze herrscht absolutes Wissen, wie bei den Eltern. Der Rest, die Kinder, können, je nachdem, wie die Allwissenden es für opportun halten, die verwirrte Herde von diesem und jenem wahrheitsgemäß in Kenntnis setzen, damit sie erkennt, dass die Oberen im Interesse der Allgemeinheit handeln und entscheiden. Dass die westliche Elite Demokratie als Gefahr ansieht, kann man auch an dem aufschlussreichen Bericht der sogenannten Trilateralen Kommission Crisis of Democracy, also Krise der Demokratie, von 1975 sehen. Die Trilaterale Kommission, zusammengesetzt aus führenden Intellektuellen der USA, Europas und Japans, veröffentlicht jedes Jahr einen Bericht. Im Bericht von 1975 wurden die Erfahrungen der internationalen Protestbewegung der 60er Jahre verarbeitet. Die Bewegung wurde als Krise der Demokratie analysiert. Die Kritik am Staat, die Infragestellung von Hierarchien sowie die Forderung nach mehr Partizipation der Bürger sei ein Excess of Democracy, also ein Exzess der Demokratie heißt es dort. Die Autoren empfehlen, diesen Exzess wieder zurückzudrängen, um die Balance of Power, also die Machtbalance, die Regierbarkeit der Demokratie wiederherzustellen. Gegenüber der elitenkonformen Demokratie, wie ich sie jetzt ausgeführt habe, existiert, wie schon angedeutet, noch eine andere Auffassung von Demokratie und der Rolle von Information bzw. öffentlicher Meinung darin. Diese wird zum Beispiel vom Bundesverfassungsgericht ausgedrückt. In der Urteilsbegründung in der Spiegelaffäre 1966 heißt es, Zitat, soll der Bürger politische Entscheidungen treffen, muss er umfassend informiert sein, aber auch die Meinungen kennen und gegeneinander abwägen können, die andere sich gebildet haben. Die Presse hält diese ständige Diskussion in Gang, sie beschafft die Information, nimmt selbst dazu Stellung und wirkt damit als orientierende Kraft in der öffentlichen Auseinandersetzung. In ihr artikuliert sich die öffentliche Meinung. Die Argumente klären sich in Rede und Gegenrede, gewinnen deutliche Konturen und erleichtern so dem Bürger Urteil und Entscheidung. In der repräsentativen Demokratie steht die Presse zugleich als ständiges Verbindungs- und Kontrollorgan zwischen dem Volk und seinen gewählten Vertretern im Parlament und Regierung. Sie fasst die in der Gesellschaft und ihren Gruppen unaufhörlich sich neu bildenden Meinungen und Forderungen kritisch zusammen, stellt sie zur Erörterung und trägt sie an die politisch handelnden Staatsorgane heran, die auf diese Weise ihre Entscheidungen auch in Einzelfragen der Tagespolitik ständig am Maßstab der im Volk tatsächlich vertretenen Auffassung messen können. Also Demokratie heißt hier, dass die Bürger die politischen Entscheidungen treffen und die Presse als Ausdruck der öffentlichen Meinung eine dienende Funktion einnimmt. Sie soll die Bürger als souverän umfassend informieren und die Mächtigen kontrollieren. Nur unter dieser Bedingung sei Demokratie
so das Bundesverfassungsgericht, im Vergleich bei dem Supreme Court in den USA in einer ähnlichen Stellungnahme, seien demokratische Prozesse überhaupt denkbar und möglich. Dieses Demokratieverständnis beschreibt zuerst einmal ein Ideal. Die Aussage ist, das sollten Medien in demokratischen Gesellschaften leisten. Unterstellt wird zugleich, dass das auch tatsächlich der Fall ist. Die Frage ist allerdings, ob das wirklich so ist. Ich möchte im Folgenden auf diese Frage eine Antwort geben. Ich skizziere zuerst, wie die modernen Massenmedien institutionell verfasst sind. Daraus ergibt sich eine Hypothese über die Funktionsweise der modernen Massenmedien. Anhand von zwei Beispielen möchte ich die Hypothese dann überprüfen. Also zuerst, wie arbeiten die modernen Massenmedien? Was kennzeichnet sie? Wie sieht die institutionelle Struktur der Massenmedien in Deutschland aus? Ich lasse hier den öffentlichen rechtlichen Rundfunk zuerst einmal aus. Es ist ein Sonderfall, über den wir aber gerne noch später in der Diskussion reden können. Die Pionierarbeiten, nur ganz kurz, und Standardanalysen zur Institution der modernen Massenmedien sind von Ben McDickian, Mark Fisherman, Alex Carey, Edward Herman und Noam Chomsky und anderen verfasst worden. Und ich im Groben orientiere ich mich daran. Man kann danach 5 spezifische institutionelle Charakteristika bzw. Filter, durch die die Informationen gehen, unterscheiden, die sich im historischen Prozess der Ökonomisierung der Presse, der Medien seit dem 19. Jahrhundert herausgebildet haben. Nur im Schnelldurchlauf die 5 Beispiele ein bisschen erläutert an dem deutschen Markt. Erster Punkt ist konzentrierte Eigentümerstruktur und hoher Kapitalaufwand. In Deutschland ist es so, dass 42% zum Beispiel der Auflage der deutschen Tagespresse kontrolliert werden von 5 Medien- und Verlagsunternehmen. 60% der Auflage werden von 10 Unternehmen produziert. Dahinter stehen im Prinzip jeweils eine dominierende Familie. Es ist ein bisschen kompliziert, aber im Prinzip kann man sagen, eine Familie dominiert jeweils diese Verlagsgruppe oder dieses Medienunternehmen. In den USA ist die Konzentration der Medien noch stärker. Der Markt ist extrem klein. Statt 1000 eigenständiger Zeitungen, wie noch zu Hochzeiten vor dem Krieg, gibt es heute in Deutschland nur noch rund 130 sogenannte publizistische Einheiten, also die einen eigenen nationalen Nachrichtenmantel haben. Der Markt ist ultrastabil, de facto für Neuzugänge abgeriegelt, gibt eigentlich nur noch Verkäufe unterhalb der Verlagsgruppen. Die Verleger reden auch nicht sehr gerne darüber, wem was gehört, also man muss dann schon in den Handelsregister reinschauen und das ist von einigen Forschern gemacht worden. Es gibt Monopolstrukturen, lokale und regionale Monopolstrukturen, kennen wir alles, dass zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen 50% der Städte und Gemeinden nur noch eine Zeitung haben, also da gibt es praktisch keine Konkurrenz mehr. Verflechtung der Medienunternehmen untereinander, also die machen zum Teil gemeinsam Anzeigenakquise, haben Querbeteiligung, Allianzen, Kooperationen beim Druck und so weiter. Und es gibt Verbindungen hin zu anderen Unternehmensbereichen außerhalb des Verlagsgeschäfts, also zu Postbereich, zum Internethandel, Banken, sie haben auch Aktiengeschäfte und so weiter. Der Kapitalaufwand im Medienbereich ist heute enorm hoch. Im letzten Vierteljahrhundert sind eigentlich in Deutschland nur noch 2 größere nationale Printmedien mit Nachrichteninhalten neu gegründet worden. Und das trotz Wiedervereinigung, das hat einfach mit dem extrem stabilen und sehr kapitalaufwendigen Markt zu tun. Und die gegründet wurden, das ist ja der Fokus gewesen, der musste gestützt werden über enorme Eigenwerbungen. Jedes Jahr wurden 41 Millionen Mark in die Eigenwerbung reingeschossen. Also sieht man, also, was für Kapitalaufwand dort benutzt wurde. Oder bei der Financial Times Deutschland war es so, dass Gruner und Jahr, also der Verlag Gruner und Jahr mit Sitz in Hamburg, in 12 Jahren 250 Millionen Euro dort reingesteckt hat und dann das Ganze irgendwann beendet hat. Also zusammenfassend, der Zeitungsmarkt ist ein extrem monopolisierter, kleiner, abgeschlossener Markt, der von 5 bis 10 Unternehmerfamilien im Printbereich im Tageszeitungsbereich dominiert wird, repräsentiert von Milliardärsdynastien wie Dieter Schaub, also Südwestdeutsche Medienholding,
oder Petra Grotkamp, das war der Batz-Konzern, früher heute Funke-Gruppe, noch extremer monopolisiert ist der private Rundfunkbereich, wo zwei, drei große Gruppen, Medienunternehmen den ganzen Rundfunkbereich dominieren. Zweiter Punkt, Werbung als Geschäftsmodell. Werbung ist der eigentliche Inhalt der kommerziellen Massenmedien. Der redaktionelle Text ist das Beiwerk bei kommerziellen Medienunternehmen, also von der Geschäftsseite gesehen. Die Anzeigen werden lange im Voraus eingekauft und für die jeweiligen Ausgaben in der Zukunft geplant, also Seite für Seite. Und dann werden die Texte dann quasi tagesaktuell bei der Tageszeitung dort um diese Werbung herum gestrickt. Werbung bedeutet im Prinzip, wenn man sich das anschaut einmal, das ist im Prinzip der Verkauf vom Publikum an andere Unternehmen, die eben werben. Früher machten die Anzeigen 70% der Gesamterlöse aus, heute sind es nur noch 50%, das hat mit der Anzeigenkrise zu tun. Für kommerzielle Rundfunkstationen ist die Werbung 100% der Einnahmen. Keine gedruckte Zeitung könnte in Deutschland erscheinen, wenn Anzeigen wegfallen würden. Druck und Vertrieb machen rund 50% der Kosten aus. Trotz aller Krisenstimmung im Medienbereich haben wir ja immer wieder Krise, Krise, Krise. Die Rendite bei Zeitungsverlagen ist heute immer noch eine der höchsten im Vergleich zu anderen Branchen, zum Beispiel der Autoindustrie. In der Vergangenheit erlösten Verlage bis zu 20 bis 40% Rendite. Heute ist es runtergegangen. Aber es gibt immer noch eine Rendite von 8 bis 12%. Zum Vergleich, die Autoindustrie hat eine durchschnittliche Rendite von 3%. Viele argumentieren, dass an Auflage angebundene Werbepreise letztlich ein demokratisches Votum begründen. Es gäbe so eine Art Abstimmung der Bürger am Kiosk. Also wer gut verkauft, bei den Bürgern ankommt, der kommt halt gut voran. Das Argument übersieht aber die Schlagseite der Vertriebs- und Werbeerlöse. Reiche, wohlhabende, konsumfähige und konsumbereite Schichten sind die eigentliche Target Group der Verlage und ihrer Anzeigenabteilung, insbesondere der agendasetzenden Leitmedien bzw. Qualitätsmedien wie die Süddeutsche Zeitung, die FAZ, Handelsblatt oder Spiegel, der sich an die Elite, die Akademiker, die Vermögenden und Multiplikatoren wendet. Das kann man am sogenannten Tausender Kontaktpreis der Medien ablesen, also pro 1000 Kontakte, wie hoch ist der Preis? Der steigt nämlich je nach der Gehaltsklasse und der gesellschaftlichen Stellung des Käufers bzw. Lesers. Die dritte Charakteristikum der modernen Massenmedien oder Filter ist die spezifischen Informationsquellen, nämlich die Bürokratien von Staat und Unternehmen. Mark Fisherman und viele andere Kommunikationswissenschaftler in den USA haben detailliert analysiert, wie die Nachrichtenproduktion von Informationsbürokratien staatlicher Behörden und Unternehmen abhängig ist und deren Rahmung und Ideologie bei der Interpretation der Realität übernehmen. Der Grund, warum die kommerziellen, profitorientierten Massenmedien sich an den Informationsbürokratien von Staat und Wirtschaft geheftet haben, liegt in ihrer spezifischen Ökonomie. Die Medien bedürfen eines billigen, verlässlichen und kontinuierlichen Massenstroms an Informationen und Nachrichten. Also wenn man jeden Tag mal reinschaut, wie viel Nachrichten produziert wird, dann sieht man, die müssen jeden Tag ihre Seiten füllen, die müssen ihre Internetseiten füllen, die müssen ihre Programme füllen. Zudem haben die Reporter in der täglichen Berichterstattung keine Zeit und keine Ressourcen für kostspielige Recherchen und Nachforschung. Viele Reporter müssen am Tag mehrere Artikel schreiben, daher sind die Nachrichtenbürokratien mit diversen täglichen Deadlines auf die Vorfabrikate der Informationsbürokratien angewiesen, die über diverse Kanäle, also institutionelle Termine, Pressemitteilungen, Öffentlichkeitsstellen, Pressekonferenzen, die täglich ablaufen, an festen Orten geliefert und von den Journalisten dort abgeholt werden. Diese Vorfabrikate lassen sich zudem recht einfach entlang der Nachrichtenbedürfnisse der Medien integrieren. Wir sollten auch bedenken, andere Akteure, zum Beispiel ATTAC, andere Akteure, die amorph, schwach und dezentral organisiert sind, also Aktivisten, Initiativen, Dissidenten und so weiter, also mehr oder weniger das, was wir den Kern der Zivilgesellschaft nennen, kann den Massenmedien diese notwendigen Informationsbürokratien schlicht und einfach nicht bieten. Studien zeigen daher auch, dass in Deutschland zum Beispiel ein großer Teil der Nachrichten, Informationen und Statements in der Medienberichterstattung letztlich auf PR-Quellen
der Staatsorgane und der Unternehmensbürokratien zurückzuführen ist. Zudem natürlich ist es heute so, dass es genauso viele PR-Leute und Öffentlichkeitsarbeiter in Deutschland gibt wie Journalisten, und viele Journalisten müssen, um zu überleben, nebenbei noch für Unternehmen und so weiter Pressearbeit machen. Vierte Filter, vierte Charakteristikum der Massenmedien ist das sogenannte Fleck-Gegenfeuer. Mächtige gesellschaftliche Institutionen, vor allem der Staat und der Unternehmenssektor beziehungsweise ihre Vertreter, die politischen Parteien und die Businessklasse und die ganzen Expertenpools, die daran hängen, haben die Möglichkeit und die Instrumente, die Medien und ihre Berichterstattung mit diversen Instrumenten zu disziplinieren. Sie können sowohl positiv als auch negativ sanktionieren. Positive Sanktionen, die den Mächtigen zur Verfügung stehen, sind zum Beispiel die Versorgung einzelner Medien und Journalisten mit gezielten Leaks, Enthüllungen und Scoop-Nachrichten, Auszeichnungen durch Exklusivinterviews, diverse Vorzugsbehandlungen, Einladungen oder Clubzugänge, lukrative Vortragsangebote, Schaltung von Werbung, Pressereisen, institutionelle Kooperationsangebote und so weiter. Auf der anderen Seite können Abweichler bestraft werden mit Zugangssperren, Gegenfeuer in Form von Beschwerden, öffentlicher Kritik und Kampagnen, Schadensersatzklagen, Ausladungen aus Zirkeln, Anzeigenstornierungen, Ignoranz. Ignoranz ist ein wichtiges Mittel. Wer unangenehm auffällt und rote Linien überschreitet, wird ermahnt und gezügelt. Der fünfte Punkt, nur ganz kurz, den Noam Chomsky und Edward Herman vor allen Dingen herausgestellt haben, ist die Ideologie. Jede Gesellschaft hat nicht nur ein spezifisches Machtsystem, sondern auch eine daran angepasste ideologische Struktur, die wiederum durch die Institutionen hindurchgeht. Diese Ideologie kann man bei uns sehen als, früher war es Antikommunismus, heute ist es möglicherweise Marktwirtschaft, Anti-Islamismus und so weiter, der insbesondere auch die Bildungsinstitutionen prägt, durch die natürlich auch die Journalisten sozialisiert werden. Hypothese aus dieser kleinen Überblick über die Massenmedien und ihrer Strukturen: Wenn man sich also das anschaut, wie die Massenmedien strukturiert sind, wer sie besitzt, wer sie managt, wer sie finanziert, wer sie informiert und mit Gegenfeuer beschießen kann und in welche ideologische Struktur die Medien und Journalisten eingebettet sind, dann lässt sich eine Annahme, eine sogenannte Hypothese über die Berichterstattung in den Massenmedien ableiten. Die Annahme wäre, dass sich die Berichterstattung an den Interessen und Bedürfnissen von Verkäufern, also den Eigentümern von Massenmedien und ihrem Management, dem Produkt, also wohlhabendes Elitenpublikum, insbesondere bei den agendasetzenden Leitmedien, und den Käufern, also den großen Unternehmen, die Werbung schalten können, orientiert. Schauen wir uns also nun an zwei Beispielen, jetzt geht es nochmal so ein bisschen ins Eingemachte, an zwei Beispielen an, um die Hypothese daran zu überprüfen, ob das haltbar ist. Nehmen wir zwei folgenreiche politische Ereignisse in Deutschland, den Afghanistan-Krieg und die sogenannte Griechenland-Rettung. Fangen wir mit dem Afghanistan-Krieg an. Zwei Fragen stellen sich bezüglich der Begründung des Krieges durch die USA und seine Verbündeten nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center und das Pentagon. Erste ist die Begründung für den Krieg glaubwürdig gewesen? Ist es eine legitime Kriegsbegründung? Also rechtfertigt die gegebene Begründung den Krieg? Der Maßstab sollte sein bei unserer Analyse, was konnten die Medien, die Journalisten wissen, beziehungsweise was hätten sie wissen und erfragen müssen und was wurde berichtet? Also wir werden uns im Folgenden den jeweiligen Informationsinput, also das, was als Information da war, von nach 9/11 anschauen und während des US-Luftkriegs im Oktober 2001 und werden das dann vergleichen mit dem Informationsoutput, das, was wir empirisch nachweisen können, das, was berichtet wurde. Schauen wir uns also, ich möchte vier kurze gehen wir zuerst zum ersten Punkt, nämlich zur Frage der Glaubwürdigkeit der offiziellen Begründung der USA, die Hintermänner von 9/11 zu jagen, in dem Krieg geführt wird. Reduzieren wir die Ereignisse auf einige zentrale und relevante Eckdaten. Erstens, die Taliban äußerten mehrmals,
schon einen Tag nach den Anschlägen, auch gegenüber westlichen Medien, dass sie bereit seien, Bin Laden auszuliefern, wenn Beweise für seine Schuld übermittelt würden. Das ist bei internationalen Auslieferungsanträgen ein übliches Verfahren. Zweitens, die Bush-Administration antwortete, dass man wisse, dass Bin Laden schuldig sei. Man habe es nicht nötig, Beweise vorzulegen. Drittens, der britische Premierminister Tony Blair legte dem NATO-Rat Beweise für die Schuld Bin Ladens vor. Worin die Beweise bestanden, wurde der Öffentlichkeit nicht mitgeteilt. Viertens, 8 Monate nach Beginn des Luftkriegs der USA über Afghanistan wurde klar, dass es keine Beweise für die Schuld Bin Ladens bzw. der Al-Qaida-Führung gab. Nach der größten Kriminaluntersuchung in der Geschichte, durchgeführt mit enormen Ressourcen, 11.000 Mitarbeiter des FBI und weltweiten Kooperationen, stellte der Direktor des FBI, Robert Mueller, in einem Interview mit der Washington Post klar, dass man lediglich vermute, dass der Plan in Afghanistan ausgeheckt worden sei, die Finanzierung über die Vereinigten Arabischen Emirate lief und die Vorbereitung und Durchführung der Anschläge in Deutschland und den USA stattgefunden habe. Beweise für das Involviertsein Bin Ladens und Al-Qaidas konnte das FBI nicht beibringen. In Reden machte Mueller zudem immer wieder klar, dass die Täter keinerlei Spuren hinterlassen hatten, die in irgendeine Richtung wiesen. Die USA machten also Jagd auf die mutmaßlichen, von den USA verdächtigen Hintermänner. Die US-Regierung und die NATO legten für die Verdächtigung keine Beweise vor, gaben aber vor, Beweise zu haben. 9 Monate nach Beginn des Krieges stellte sich heraus, dass keine Beweise vorgelegt werden konnten, da es keine gab. Nun zur Berichterstattung. Vor Beginn des Krieges wurde die Bereitschaft der Taliban, Osama bin Laden auszuliefern, als irrelevante Information von den Medien ausgesiebt. In Artikeln, Schlagzeilen und Kommentaren wurde hingegen die Faktenlage verkehrend immer wieder behauptet, dass die Taliban nicht bereit sein, Bin Laden auszuliefern. Am 13. Oktober 2001, ein paar Tage nach Kriegsbeginn, erneuerte der stellvertretende Ministerpräsident und Provinzgouverneur der Taliban, Maulvi Abdul Kabir, in einer Pressekonferenz das Angebot der Auslieferung. Man erfuhr in einigen Medien über das Angebot, ein paar Zeilen da und dort. Der Tagesspiegel berichtete, dass die USA das Angebot als und inakzeptabel ablehnten, da die Taliban erst alle Forderungen erfüllen müssten, also sich ergeben. Dort heißt es zudem, dass mit dem Angebot, Zitat, die Taliban erstmals die Möglichkeit ins Spiel gebracht hätten, Zitat, Bin Laden vor ein nicht-islamisches Gericht zu stellen, was nicht stimmte. Zweitens, die permanent von den USA, Blair oder den NATO-Staaten gemachten Behauptungen, man habe sichere Beweise, dass Al-Qaida hinter den Anschlägen stecke, wurden ohne Erläuterung von der Presse weitergereicht. In der SZ zum Beispiel heißt es, Zitat, die Verantwortung des Islamisten Osama bin Laden für die Anschläge in den USA am 11. September ist nach Angaben des britischen Premierministers Tony Blair zweifelsfrei bewiesen. Blair berichtete am Donnerstag im britischen Parlament, einer der engsten Vertrauten Bin Ladens sei geständig. Auch das pakistanische Außenministerium teilte mit, die Beweise reichten für eine Anklageerhebung, wie die USA sie anstrebten, falls die Taliban-Regierung in Afghanistan Bin Laden auslieferten oder es bei einem Militäreinsatz gefasst werden sollte. Blair und auch der französische Präsident Jacques Chirac äußerten die Überzeugung, dass ein Militäreinsatz kurz bevorsteht. Wenn überhaupt einmal das Problem der Beweise angeschnitten wurde, taten die Medien es als Randnotiz ohne Bedeutung ab. Drittens, als 8 Monate nach Beginn des Kriegs, Anfang Juni 2002, wie ich schon gesagt, der FBI-Chef Robert Mueller in der Washington Post klarstellte, dass es keine Beweise dafür gebe, dass eine Verbindung zu Bin Laden und zur Al-Qaida-Führung bestehe, wurde diese Meldung von den Medien in den Informationsmülleimer geschmissen. Keine Nachricht für die Mainstream-Medien. In der Süddeutschen Zeitung finden sich jedoch 2 kleine Hinweise. Ich glaube, es ist die einzige Zeitung, die das gemacht hat. 2 kleine Hinweise auf das Washington Post-Interview. Die SZ interpretierte die Aussage Müllers auf ihre ganz eigene Leitmedienweise. Zitat, die Anschläge des 11. September
sind FBI-Direktor Robert Mueller zufolge nicht von der Hamburger Zelle um Mohammed Atta, sondern von den Führern des Al-Qaida-Netzwerks in Afghanistan geplant worden. Der renommierte Investigativjournalist und Geheimdienstexperte Hans Leinendecker, der nach 9/11 kontinuierlich aus dem Inneren des BND und über Terrorfahndungen berichtete, legte in einem längeren Artikel nach, Zitat, die Erklärung des FBI-Direktors Robert Mueller, die Hamburger Gruppe habe zwar eine wichtige Rolle bei der Planung der Anschläge vom 11. September gespielt, aber die wirklichen Drahtzieher hätten in Afghanistan gesessen, wurde von den deutschen Experten mit Befriedigung aufgenommen. Aus US-Kreisen war zuvor immer wieder verbreitet worden, dass der Massenmord vom 11. September in Deutschland geplant worden sei. Eine Verkehrung der Realität. Aus einer Vermutung ohne Beweise wird eine Tatsache. Vielleicht hätte Leinendecker weniger mit dem BND sprechen und sich mehr mit dem beschäftigen sollen, was der Direktor des FBI öffentlich in Reden äußerte. Zum Beispiel im Commonwealth Club of California, San Francisco, am 19. April 2002. Auch hier die deutsche Übersetzung. Zitat, die Täter hinterließen keinerlei Belege. In unseren Ermittlungen haben wir kein einziges Stück Papier gefunden, weder in den USA noch in dem ungeheuren Informationsschatz, der in Afghanistan oder sonst wo ausgegraben wurde, der irgendeinen Aspekt der Planung vom 11. September erwähnte. Die Täter besaßen keine Computer, Laptops oder Speichermedien. Sie benutzten hunderte von verschiedenen öffentlichen Telefon- oder Prepaid-Handys, die extrem schwer nachzuverfolgen sind. Sie stellten sicher, dass das Geld zur Finanzierung der Anschläge in kleinen Mengen transferiert wurde, sodass es nicht wahrgenommen werden konnte. Kurz gesagt, die Terroristen haben es geschafft, die Lücken und Verletzbarkeit unseres Systems auszunutzen, im Unsichtbaren zu verbleiben und niemanden außer einem sehr kleinen Kreis mitbekommen zu lassen, was sie vorhatten. Ich gehe hier nicht weiter auf das von der CIA später aufgefundene Video mit Bin Laden ein, das schließlich als finaler Beweis von den USA wie den Medien bewertet wurde. Es enthält nur substanzlose Prahlerei ohne zusätzliche Information. Für den 9/11-Report von der US-Regierung später gilt Ähnliches. Der Bericht der US-Regierung stützt sich ausschließlich auf Foltergeständnisse und absolut gerichtsspezifisch vollkommen wertlos. Um nicht missverstanden zu werden, Kenner des Dschihadismus und des Al-Qaida-Netzwerkes wie die Journalisten Robert Fisk vom Independent oder John Cooley von der Washington Post, aber auch Geheimdienstanalysten haben früh auf die Handschrift Al-Qaidas bei den Anschlägen hingewiesen. Aber es kann durchaus gewesen sein, dass das Schreiben von Bin Laden kurz nach den Anschlägen der Wahrheit entspricht und er nichts mit 9/11 zu tun gehabt hat. Journalisten sollten dem politischen Spitzenpersonal der mächtigsten Staaten der Welt nicht einfach folgen, wenn sie selektiv hinter die Magna Carta zurückgehen und die Unschuldsvermutung einkassieren, um ihre Kriege zu legitimieren. Selbst ein Praktikant bei einer Lokalzeitung sollte wissen, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem Verdächtigen und einem Täter. Zum zweiten Punkt ist die Beherbergung von Schwerkriminellen eine legitime Begründung für einen Krieg. Einen intensiven Luftkrieg gegen ein Dritte Weltland zu führen, weil dort Verdächtige für ein schwerkriminelles Verbrechen vermutet werden, enthält natürlich keinerlei Legitimität. Wir könnten also hier mit der Analyse aufhören. Aber lassen wir die Unschuldsvermutung mal beiseite. Wie sieht es generell mit dem Safe Haven, also dem Beherbergungsargument, aus, das als Rechtfertigung für den Krieg angeführt wird? Auch hier zuerst der Input an Informationen, dann der mediale Output. Erstens, das Safe Haven-Argument wird von keinem Staat als Rechtfertigung für Kriege gegen ein anderes Land akzeptiert. Nehmen wir die USA selber, die Dutzende von Terroristen, Paramilitärs und Kuntermilitärs beherbergen, sogar in der sogenannten School of Americas in Virginia ausbilden. George Monbiot vom Guardian nannte das Trainingscamp, das Terror-Trainingscamp, einmal den Backyard Terrorism, also den Hinterhof-Terrorismus der USA. Niemand in der Öffentlichkeit in den USA oder Europa würde zentralamerikanischen Staaten deshalb gestatten, San Francisco, Chicago, New York City und Boston zu bombardieren
und Streubomben über texanische Siedlungen abzuwerfen, das Land über Jahre militärisch zu besetzen, während die Aggressoren, radikale Kräfte, Drogenbarone und Kriegsverbrechern politische Ämter übertragen und ausländische Spezialeinheiten mit Nachtrazzien und Drohnenbombardements die Bevölkerung terrorisieren dürfen. Nur ein Fall, der aber lehrreich ist. Als die USA von Afghanistan die Auslieferung Bin Ladens forderten, stellte ein haitianisches Gericht erneut einen Antrag bei den USA, Emmanuel Constant auszuliefern. Die USA beherbergten seit Mitte der 1990er Jahre den notorischen paramilitärischen Führer, der die Gruppe FRAPH gegründet hatte. Der Paramilitär mit CIA-Verbindung ist besser bekannt als Toto Constant. Er lebte damals friedlich in Queens in New York City. Die USA reagierten wie immer mit Schweigen auf den wiederholten Antrag Haitis. Dabei ist der Vergleich mit Bin Laden ungerecht. Das haitianische Gericht präsentierte Beweise für die Verantwortung Constants an grausamen Massakern an Müttern, Vätern und Kindern in Haiti. Der FRAPH werden 4.000 bis 5.000 Opfer zur Last gelegt, allerdings arme Schwarze. Die Liste ließe sich fortsetzen, zum Beispiel mit den US-Bombardierungen und Unterstützung der Contras gegen das Land Nicaragua in den 1980er Jahren, die der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag als Terrorismus geißelte, oder mit vielen anderen Terror- und Aggressionsakten der Vereinigten Staaten, die eine militärische Reaktion gegen die USA nach ihrer eigenen 9-11-Doktrin rechtfertigen würde. Zweiter Punkt, gab es Alternativen zur Auffindung von Bin Laden, den verdächtigen Hintermännern von 9-11. Üblich ist bei Schwerverbrechen eine internationale Polizeiaktion zur Erfassung der Verdächtigen, wenn nötig mit geheimdienstlicher Unterstützung, die dann vor ein Gericht gestellt werden, wo ihnen Beweise für ihre Schuld vorgelegt werden. Dieser Weg wurde im Übrigen vom Vatikan, konservativen Historiker wie dem angloamerikanischen Historiker Sir Michael Howard, dem spanischen Richter und Berater des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag, Balthasar Garzón, der internationalen Friedensbewegung und der Mehrheit der Menschen in vielen Staaten der Weltgemeinschaft. Der letzte Punkt ist interessant. Ende September 2001, also kurz vor dem Krieg, befragte das renommierte US-Umfrageinstitut Gallup Poll die Menschen in 37 Ländern. Das Ergebnis war, dass außer in den USA, Indien und Israel die überwältigende Mehrheit in europäischen, lateinamerikanischen und asiatischen Staaten das Bemühen um Auslieferung und einen Gerichtsprozess, einen Militärschlag, vorzog. In Deutschland waren es 80% der Bürger, in der Schweiz, Griechenland und Spanien fast 90%, in Mexiko 94%. In den USA waren 54% der Amerikaner für einen Militärschlag. Von Kriegsbegeisterung kann auch in dem Land nicht die Rede sein. Die überwältigende Mehrheit der Menschen lehnte also einen Krieg nach 9-11 ab und forderte eine zivile Lösung, die auch der Vatikan vertrat. Wie sah nun die Berichterstattung zu diesen Punkten aus? Erster Punkt. Die Medien teilten den Bürgern nicht mit, dass das Safe Haven-Argument, also die Beherbergung von Schwerkriminellen und Terroristen, keine Rechtfertigung für einen Krieg gegen ein anderes Land sein konnte, schon allein deswegen nicht, da die USA damit Krieg gegen sich selbst legitimieren würden. Wir erinnern uns an die Bush-Doktrin, die eigentlich eine US-Regierungsdoktrin ist. Von diesem Tag an werden die USA jedes Land, das Terroristen beherbergt oder unterstützt, als feindliches Regime ansehen. Wir wissen nun, dass wir vor Attacken nicht geschützt sind. Wir werden defensive Maßnahmen gegen den Terrorismus ergreifen, um die Amerikaner zu schützen. Die Begründung der Bush-Administration für den War on Terror wurde ohne Kommentare und Einordnungen von den Medien immer wieder als der, Zitat, kollektive Wille der Welt weitergereicht. Über Toto Constant und Co. schwieg die Berichterstattung sich aus, ebenso wie über die nicht wenigen US-Aggressionsakte, zum Beispiel die Bombardierung der Al-Shifa-Medizinfabrik im Sudan 1998, die eine humanitäre Katastrophe in dem Land auslöste, weil diese Fabrik 50% aller lebenswichtigen Medikamente herstellte. So erklärt die FAZ angesichts... Vielmehr wurden die,
die nach 9/11 auf die Verbrechen der USA hinwiesen, in Kommentaren und Artikeln als, Zitat, Terroristenrelativierer und Anti-Amerikaner denunziert. So erklärte die FAZ angesichts der Kriegsproteste in höhnischem Ton, Zitat, während sich in Amerika die Lebensgeister schillernder Friedensaktivisten regten, argumentierten die im Chor mit links gerichteten Intellektuellen einstimmenden Kriegsgegner, Amerika ernte nun die Früchte des Hasses, den es gesät habe. Oder in der Süddeutschen Zeitung einen Tag nach Beginn des Krieges, Zitat, die grauen Eminenzen der linken Polemik, Noam Chomsky und Ralph Nader, erschöpften sich diesmal in redundanten Plattitüden. Die neue Protestbewegung trat bisher nur als bunte, aber gesichtslose Masse auf. Kein Wunder also, dass selbst liberale Publizisten zunächst aggressiv auf die Linke reagierten. Christopher Hitchens schimpfte Noam Chomsky einen liberalen Trottel. David Horowitz ernannte ihn sogar zum pathologischen Ayatollah des anti-amerikanischen Hasses. Und selbst David Riff, Autor von Antikriegsbüchern wie Crimes of War und Slaughterhouse Bosnia, also Schlachthof Bosnien, warf den Pazifisten Anti-Amerikanismus und Weltfremdheit vor. Zweiter Punkt. Von einer alternativen Reaktion und der zivilen Lösung im Zuge des schwerkriminellen Verbrechens am 11. September 2001 erfährt der deutsche Bürger aus seinen Massenmedien praktisch nichts. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber man muss lange nach ihnen suchen. Man findet lediglich eine Handvoll dissidente Außenansichten, meist im Feuilleton schön versteckt, die die Leitmedien sich gedrängt fühlten einzufügen, um Balance herzustellen. Zum Beispiel brachte die Zeit einen Kommentar von dem eben schon genannten Baltasar Garzón, also prominenter spanischer Richter, der im Fall Pinochet eine wichtige Rolle gespielt hatte. Zitat, das ist die Sache der nationalen oder internationalen Justiz, der Polizei und der Geheimdienste. Sie müssen die Beweise sammeln und ein gerechtes Urteil fällen. Es geht nicht an zu sagen, ich habe die Beweise, aber ich veröffentliche sie nicht, weil ich den Quellen damit schaden könnte. Nein, das ist nicht seriös, das ist schlichtweg illegal. Garzón lehnte die militärische Lösung entschieden ab und forderte eine zivile Antwort des Rechts. Das müsste die Bekämpfung des Terrorismus internationalen Behörden wie dem Internationalen Strafgerichtshof übergeben werden, den die USA jedoch bis heute nicht anerkennen. Zitat, dennoch bestehe ich darauf, in einer Welt zu leben, in der die Vernunft sich gegen das Absurde durchsetzt, in der endlich das Konzept einer internationalen Gemeinschaft für alle gilt und nicht selektiv und von Fall zu Fall. Zitat Ende. Wie gesagt, solche Einsichten von Richtern und des Vatikans spielten für die Massenmedien in der Berichterstattung keine Rolle und definierten nicht den Rahmen, in dem der Krieg dargestellt wurde, nämlich als Aggressionsakt, als Verbrechen. Was die breite öffentliche Unterstützung für eine zivile Lösung angeht, sind die Medien einen interessanten Weg gegangen. Sie haben immer wieder Umfragen zu Schlagzeilen und prominenten Meldungen verwandelt, die zwar ohne Erkenntniswert waren, aber das gewünschte Ergebnis erzielten. Mitgeteilt wurde, dass die Menschen in Europa und den USA mit großen Mehrheiten den Krieg unterstützten. Man bezog sich dabei auf diverse Umfragen, die zwei Optionen zuließen, die im Grunde die Optionen der Kriegsallianz waren. Krieg führen oder die Hintermänner der schrecklichen Terrorakte mit damals noch kolportierten 8.000 bis 10.000 Toten einfach laufen lassen. Die Gallup-Poll-Studie hingegen wurde, soweit ich sehen kann, nicht ein einziges Mal in deutschen Mainstream-Medien genannt, wenn man mal von einer indirekten Nennung im Berliner Tagesspiegel absieht, die die Umfrage als PR-Instrument der US-Friedensbewegung denunzierte. Ähnliches gilt für die gesamte westliche Presse. Der Friedensforscher und Begründer des Friedensjournalismus Johann Galtung bemerkte darauf hin, dass die Information, also diese spezifische Information, dass die überwältigende Mehrheit der befragten Weltbevölkerung in 37 Ländern gegen den bevorstehenden Kriegseinsatz der USA in Afghanistan war, eigentlich Titelgeschichten hätte produzieren müssen. Allerdings, so würde ich sagen, unter der Voraussetzung einer im Ansatz funktionierenden Demokratie und einer ihr dienenden freien Presse. Ich beende hier die Analyse der Berichterstattung zur Legitimierung des Afghanistan-Kriegs. Man könnte noch einiges darüber sagen. Hm? Ja,
einiges darüber sagen, wie die Medien die Friedensbewegung und die Kriegsproteste marginalisierten, beziehungsweise die Unterstellungen lächerlich machten, die Verurteilung des Krieges und Forderungen nach einer innerafghanischen Lösung der Anti-Taliban-Opposition. Das wurde ebenso verschwiegen, die Folgen des Luftkrieges, insbesondere die zivilen Opfer und die humanitäre Katastrophe, wurde von den Medien oft in einer schändlichen Art und Weise, in dem auch Opferstudien unterdrückt wurden, relativiert. All das zeigt, wie die Medien bemüht waren, durch harsche Filterung des Informationsinputs den Aggressionsakt zu rechtfertigen und durchgängig aus der Täterperspektive, der Sicht der Aggressoren berichteten. Die offizielle Linie der Antiterrorallianz, der sich Deutschland anschloss, wurde ohne Einordnung wiedergegeben und unangenehme Tatsachen ausselektiert. Am äußeren liberalen Rand findet man ein wenig strategische Kritik und Mahnungen an ein, Zitat, maßvolle Strafen, wie es Herbert Prantl in der Süddeutschen Zeitung formulierte. Wer darüber hinausging, landete bei ergrauten, fanatischen Altlinken oder Terroristenverstehern. In der FAZ hieß es zu Antikriegsprotestierenden in der USA, Zitat, verfilzte Haare, Löcher in der Hose und Ringe in der Nase mögen noch Verachtung für bürgerliche Schönheitsideale ausdrücken, sie stehen aber nicht für ein politisches Programm. Zitat Ende. Alles Putin versteht. Diese Verachtung für zivile Lösungen und Lächerlichmachung der Opposition gegen den Krieg ist Standard in deutschen Medien, wenn die Eliten im Land Krieg wollen und unterstützen. Diese Verachtung findet sich selbst in moderaterer Form in der linksalternativen Taz. Es wurden lediglich ein paar moralische Signale ausgesendet, während man seine Leserinnen und Leser vor weiteren Einsichten in den Angriffskrieg und seine Herstellung meinte, schützen zu müssen. Ähnliche Befunde lassen sich auch für den Kosovo-Krieg, den Irak-Krieg oder den Geheimkrieg, also den Drohnenkrieg, den Special Operations Forces-Krieg der USA seit 2001 finden. Mache hier mal Schluss. Eigentlich wollte ich noch was zu Griechenland sagen, aber ich würde gerne noch mal die Anbindung haben. Vielleicht Griechenland ganz kurz, aber andererseits... Also es ist ein relativ... Ich glaube, es ist... Ich glaube, dass dann einfach die Konzentration bei einigen nachlässt. Wir können es ja auch im Talk auch noch mal ansprechen. Ich möchte aber noch mal kurz zum Schluss den Bogen noch mal machen zu dem Anfang, nochmal die Anbindung an die Demokratie klarzumachen. Am Afghanistan-Krieg, an einem Beispiel, haben wir jetzt gesehen, wie das, was wir eben gehört haben vom Handelsblatt-Gründer, nämlich moderne Meinungspflege, wie das tatsächlich in der Berichterstattung aufzufinden ist. Ein Beispiel, zwei Beispiele reichen natürlich nicht, um eine Hypothese zu machen, die wir oben gemacht haben, nämlich dass die Medien Manufacturing Consent machen, dass sie eben werben und Unterstützung des politischen Kurs der Eliten, lässt sich natürlich nicht mit zwei Beispielen belegen. Aber wir verfügen über zahlreiche gut dokumentierte Untersuchungen der Berichterstattung moderner Massenmedien in diversen Ländern, vor allen Dingen in den USA, aber auch in Großbritannien, die das Propagandamodell stützen. Hier gibt es verschiedenste Analysen von Edward Herman und Noam Chomsky, von denen ich schon gesprochen habe. Es gibt die Media Watch Group, kann ich auch nur empfehlen, Fairness and Accuracy in Reporting, kurz FAIR in New York. Zahlreiche sogenannte Indexing-Studien der US-amerikanischen Kommunikationswissenschaftler, die schauen, wie die Meinung der Eliten gespiegelt wird in den Medien. Wir haben die exzellenten Medienkritiken des Blogs aus England, Media Lens, oder die Glasgow Media Group, die seit Jahrzehnten die Berichterstattung vor allen Dingen im englischsprachigen Raum sehr detailliert studiert hat. Auch in Deutschland gibt es einige, wenn auch zum Teil weniger prononcierte Untersuchungen. Der Blog Die Nachdenkseiten zum Beispiel und ihre Autoren liefern kontinuierlich meines Erachtens gute Einblicke in die Strategien der Meinungsmacher, insbesondere in Bezug auf den neoliberalen Kurs. Gemessen also an anderen sozialwissenschaftlichen Thesen ist das Propagandamodell relativ gut belegt. Wie wir am Anfang gesehen haben, wird Demokratie von den Privilegierten und Eliten vollkommen zu Recht als eine Bedrohung angesehen. Politik gegen die allgemeine Bevölkerung zu machen, ob bei Umverteilung von unten nach oben, der Ausweitung des Wohlfahrtsstaats für Reiche
und mehr Marktdisziplin für Arbeiter, destruktive Handelspolitik oder Rechtfertigung von Aggressionsakten gegen Dritte Weltländer bedarf der Indoktrination. Moderne Massenmedien, tief eingelassen in die Machtverhältnisse der Gesellschaft, spielen hier eine zentrale Rolle. Wer sich Umfragen jedoch anschaut, sieht jedoch, dass Indoktrination nicht immer bzw. eher selten erfolgreich ist. Die Meinung der Bürger ist ziemlich resistent gegenüber Kriegsrechtfertigung und Wirtschaftspropaganda. Wenn die Propaganda sehr hoch ist, kann man in einer gewissen Weise die Meinung steuern, aber danach schwenken die Bürger immer wieder in pazifistische Einstellung bzw. in solidarische Einstellung zurück. Aber ein Ziel erreichen die Massenmedien oft, wenn auch nicht immer, die Menschen passiv zu halten und von unangenehmen Realitäten fernzuhalten. Kein kleiner Sieg der modernen Meinungspflege in relativ freien Gesellschaften.